Freunde, er gibt einen Kickdown, Digga. Yo, servus Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf ein neues Video auf meinem Kanal. Heute habe ich ein Special Auto für euch. Und zwar ein BMW M5, Digga. Der ist schon da. Das ist der BMW M5, mit dem wir uns heute ein bisschen amüsieren werden. Hier, wir werden eine kleine Asi-Runde durch Kosovo machen. M5, F10 wird eines Tages mal mit auf meine Warteliste kommen. Erstmal den CLS 63 noch vor mir, CL63S. Boah, ein M4 will ich noch holen, jetzt noch ein M5 irgendwann. Das sind die Autos, auf die ich in letzter Zeit richtig abfahre, Managuim. Ey, Kosovo lebt, Alter. Komm, mich abholen, der Bremen. Wow! Wow! Nach so einer langen Zeit wolltet ihr immer einen F10 M5 haben. Ihr habt jetzt einen hier, einen F10 M5, Freunde. Wie viel PS hat der, Abi? 700 PS. Was hast du gemacht? Downpipes, Akrapovic und ein bisschen optimiert. Oh, 700 PS M5 fahren, sagst du, in Kosovo ein bisschen. Es ist ein schönes Auto, Allah. Sehr schönes Auto. Për mene t'lojzi, për mene pikture madhe. Për mene si shembol në ketë troje shqiptare. Për mene dhimje, për mene qefe dhe hale. O vesh një emrë panoj. Anone si ki moru. Kam shkatru shumë karriere me durje shta o balo. Jom i doli për i dole ti tuj, o djalo. Freunde, wir sind hier ein bisschen mit dem M5 in Kosovo unterwegs von Leo, seinem Schwager. Er hat meinen Kanal so ein bisschen verfolgt und meinte, hey, ich habe einen M5 und zeigt mir das so ein bisschen. Und deshalb fährt er mich jetzt auf den Weg nach Podujev. Das ist das allererste Mal in Podujev. mit dem Schwager von Leo, Granita, bester Mann. Grüßt euch. Er hat auf jeden Fall einen sehr schönen M5. Er ist sehr laut, meine Damen und Herren. Und ey, geil! Ey, Freunde! Ey, ich muss so lachen dieses Mal, gell? Ey, der ist sehr schön. Mashallah, Gott soll dieses Auto schützen. Ich habe ihn gefragt, er ist von Deutschland nach Kosovo mit 11 Litern gefahren. Bist du durchschnittlich gefahren, so wie schnell so? Ja, in Deutschland, in Österreich typisch halt 120. 120? Ey. Okay. Ey, das ist echt gar nicht mein AMG, wisst ihr, verbraucht mal wieder. Wow, Alter. Ey, ihr Freunde, ihr wisst gar nicht, wie der Heck hier ganz ausbricht. Bis auf dem Asphalt ein bisschen, gell? Weil der hier sehr günstig ist. Natürlich auch wegen der Leistung, aber auch wegen dem Asphalt. Ja, bei uns in der Türkei ist das auch so. Checkt den Bruder auf jeden Fall ab. BlackPanther_M5 auf Instagram. Ey, da könnt ihr seinen M5 auf jeden Fall verfolgen. Lasst ihn auf jeden Fall ein bisschen Liebe da. Bleibt natürlich geben und nehmen alles. Ja, ihr hört schon, der geht echt ab, Alter. Man muss die ganze Zeit lachen. Was er alles an seinem Auto gemacht hat, ist einmal Downpipe, Grapovic Auspuffanlage komplett, oder? Cut, ja. Abcut. Oh, der ist auch sehr schön, gell? HDR-Federn sind drin, okay. Standscheiben vorne, hinten und 21 Zoll Hammerfelgen, wie gesagt. Und das war's dann auch schon. Oh, gefährlich. Software hast ein bisschen was gemacht, ja, und ein bisschen optimiert, so im grünen Bereich. Aber 700 PS ist schon ordentlich, gell? Was wiegt der so? 2000. Für das, dass es so groß ist, hätte ich schon gedacht, dass es auf jeden Fall mehr wiegt. Kann ich immer auffahren bei solchen Autos, gell? Dann vergisst man ab und zu. Ey, das ist so krank, Alter. Ey, das motiviert einen. Geil. Ist der Unterhalt so teuer von dem? Ja, also jetzt in meinem Fall 3700 ist halt die Vollkasko, 300 sind die Steuern. Okay. Gut, ist schon ordentlich was. Nein. Damals auch immer 3000 Euro für meinen gezahlt, aber ich war halt 19 Jahre alt. Ja. Das ist schon nicht wenig und ich habe noch für 9 Monate gezahlt 3000. Einfach so rausgeschmissen. Was heißt rausgeschmissenes Geld, aber. Sicher. Dass du sogar fahren kannst eigentlich. Viele unterschätzen das doch immer, aber das ist nicht wenig Geld.
Tubo, dieses Tubo. Ich konnte vorhin nicht Wasser trinken. Das wird langsam zu viel, ja. Warte mal, ihr Vamp, hier gibt's ein paar Arschmassagen. Fünf Videos. Wie schnell kommt der von 0 auf 100? Ich glaube 3,3 Sekunden oder 2. Ich habe das nicht gemessen, aber... Also der hier oder ein der Serie? Hier, nee, der hier, 3,3. Wow, Digga. Hey. Hey. Das hat sich so komisch angefühlt, gell? Wenn man so fährt, wie viel verbraucht es? Wir können mal gucken. Können wir mal gucken, so ein bisschen. Wir setzen sogar extra für euch zurück. Okay. Hier, Freunde, das ist die Realität. Aber wir warten noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen, aber das ist die Realität ungefähr. Ich sage euch offen und ehrlich, nicht diese Videos, wo die so normal oder wie bei Mobile so angeben, 12,4 Liter, 13,4 Liter. Das ist die Realität, Digga. Genau so wird ein L5 gefahren und nicht anders. Genau so werden AMGs gefahren und nicht anders. Ich bin ein Fan davon. Ey, der hört sich so schön an. Weißt du, ich will die mal so von draußen hören. So, weißt du, was ich meine? Schaut aus wie ein Fuchs. Wow. Leo, fühlst du sowas? Heftig, oder? Heftig. Fühlt ihr auch sowas? Das fühle ich richtig, Mann. Wow, ich würde lieber den ganzen Tag so im L5 so rumfahren, als irgendwelche Städte besuchen. Das ist so mein Lifestyle einfach, keine Ahnung. Freunde, wir sind jetzt an dem See, nee, Podier, gell? Kannst du sagen, ja. Dann sage ich das jetzt einmal so, wenn man einfach wendet mit seinem Auto, sieht man einfach alles von oben. Ich habe mich jetzt einfach mal ein bisschen hintergesetzt, was ich euch so sagen kann. Ja, viel Gas, mal wurscht. Habt ihr gehört? Was sagt ihr? Gib mal Gas. Wow, Cousin. Hat schon echt sehr viel Platz. Ich kann jetzt hier auch mein Video schneiden und mich fühlen wie in einer G-Klasse fast. Ich habe gar nicht gesprochen. Er meinte, dass er maximale Geschwindigkeit 313 gefahren ist. Aber er hat natürlich abgebremst. Er würde schon noch gehen. Aber was glaubst du, packt er so? Bis zum Schluss 330, denke ich, sollte gehen. 330 sollte gehen, ja. Safe, doch. Locker. Meiner ist 310 gefahren, 309. Ja, deshalb so, falls jetzt die Frage war, was so die Endgeschwindigkeit ist, 330 sollte er schon packen. Aber dann geht er richtig ab, dann schluckt er auch richtig viel, meine Damen und Herren. Ich finde es bei BMW so geil, dieses hohe Ton, weißt du? Wow. Bei BMW immer. Wow, der. Geil. Macht Spaß, oder? Schau hier nach. Alter, Freunde, wollen wir einmal kurz Gas geben? Der ist doch jetzt auf neutral, Digga. Sollen wir mal kurz ein bisschen Gas geben, während der weg geht? Alter. Alter. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Falls ihr mehr solche Videos noch mit dem M5 sehen wollt, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Deshalb, Freunde, macht's es gut und wir sehen uns. Und schreibt eure Videovorschläge mit dem BMW M5 in die Kommentare. Bis dann. Noch einmal Gas geben, so? Sorry. Die Frau gerade eben hat sich voll erschrocken.